Willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Ja, wir stehen jetzt kurz vor dem Level Up und hoffen das natürlich, dass wir das heute erreichen. Hier sind erst noch mal ein paar Boxen aufgewertet worden. Na, das wollen wir mal holen. 1600 Münzen, sehr schön, nehmen wir gerne. Und dann schauen wir erstmal, können wir ja einmal Kirschen verfüttern. Das ist ja, davon sollten wir ja eigentlich genug haben. Und das bringt uns dann auch noch mal Erfahrungspunkte und natürlich auch in dem Fall Paco, um das Level abzuerreichen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie teuer diese Oase war, diese Erweiterung. Wieso kommen wir jetzt nicht zurück? Gut, dann müssen wir jetzt erstmal schauen. Wir hatten in Frankreich den Krebs. Genau, den hatten wir gezüchtet. Ich weiß nicht, hatten wir noch weiter gezüchtet? Da hätte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, der Stall ist leer. Also wir hatten jetzt noch nichts weiter hier gezüchtet. Er möchte Gras. Haben wir davon noch genug? Ja, 5 Stück. Aber das reicht bestimmt nicht. Nee, auf keinen Fall. Der hat noch viel vor sich. Süßigkeiten möchte er dann gleich. Schauen wir mal. Erstmal gucken. Na? Ich möchte gerne mal in die Scheune schauen, wie viel. Ach ja, Kirschen haben wir so viele. Die können wir auch nochmal verfüttern. 8 Stück für Mary. Die Mama von unserem Krebs. So, 64 Erfahrungspunkte gab es. Und das war das Level Up. Wenn wir jetzt rausgehen, kriegen wir die Nachricht. Ja, Rang 31. 1400 Münzen bekommen wir 5 Diamanten. Und wir haben noch ein Feld freigeschaltet. Stufe 4 von dem Bauernhaus. Stufe 2 von der Oase in Deutschland müsste das ja gewesen sein. Stufe 4 bei der Mine. Und Stufe 3, das ist bestimmt in Großbritannien, die Felder. Müssen wir mal schauen, ob wir da schon was machen können. Belgisches Warmblut haben wir freigeschaltet. Ja, und das war's. Na gut, schauen wir mal, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, ja, den Bienenstock hatte ich noch gar nicht gesetzt. Das sollten wir mal machen. Gut, wir haben etwas geschafft. Besitzer ein Pferd der Stufe 10 in Holmfirth. Weiß ich nicht, sind die beiden so groß? Nash vielleicht. 500 Erfahrungspunkte, 750 Münzen. Nehmbar. Auf jeden Fall. Gut. Ja, dann schauen wir mal schnell nach Deutschland. Und dort habe ich schon mal den Westfalenhengst in die Box gestellt. Den schauen wir uns natürlich jetzt auch erstmal an. Der Kleine. Einmal hat er auch schon was zu futtern bekommen. Na, zeig du dich auch mal bitte von der Seite. Och, naja. Naja. Okay. Der kleine Viktor, der kommt mal auf die Weide. So, die sind alle noch nicht so weit. Und hier ist es mal wieder ein Shire Horse geworden. Der Fabio, der wird jetzt aber auch erstmal verkauft. Achso, wir könnten ja erstmal schauen, wie teuer. 800. Oh, wir haben gerade so. Machen wir. Und wir bitten um Hilfe. Das muss schnellstmöglich fertig werden. So. Und dann züchten wir gleich nochmal mit Diana und Wind. Ja, fast 17.000 kostet es. 24% Chance. Also Shire Horse haben wir beide Geschlechter und Westfale jetzt ja auch. Clydesdale erstmal. Ist mir sogar egal, gerade welches Geschlecht. Wobei, ich glaube, eine Stute hatten wir ja schon mal gefunden. Aber genau auf der anderen Seite. Es wird mal wieder ein Shire Horse. Ah, ist das ärgerlich. Ach komm, 24% sind doch gar nicht so wenig. Na gut. Tja, 6 Stunden, 6 Minuten dauert es jetzt. Machen wir, glaube ich, erstmal das Quiz. Welche dieser Pferde hatte in der griechischen Mythologie die Gabe zu sprechen? Pegasus, Zeus oder Arion? Das war Arion oder Arion. 3 Diamanten gab's. Welche Farbe hat im Spiel die Münze mit dem höchsten Wert in einem Jagdrennen? Violett, Gelb, Blau. Das ist Violett. Und das gibt 5-mal Mais. Und auf welcher Ranch im Spiel befindet sich die Bäckerei? Montana, Deville, Füssen, Deville. Dann bekommen wir eine Perle für.
Ich glaube, Perlen haben wir eigentlich relativ. Naja, gut, 123. Aber dafür könnte man ja rein theoretisch mal Deko kaufen. Es gab doch auch Deko für Perlen, oder nicht? Ja, sage ich so. Da. Gelbe Blumen gibt's. Okay. Und rote Blumen. Und rote Blumen im Zaun. Das wäre ja vielleicht auch was. Aber das muss man sich überlegen. Jeder kostet 3 Perlen. Das wird schon extrem teuer. Ich glaube, das reicht definitiv nicht. Nein, das wird nicht reichen. So, die Oase wird ausgebaut. Das heißt, wir können dann rein theoretisch noch mal aus Montana Shire Horse zurückholen, damit wir dann Platz haben für den Knappstrupper. Oh, hier haben wir auch das Bauernhaus aufgewertet. Ja, jetzt nicht. Und 1200 Münzen gibt das. Holen wir erst nochmal schnell die Rüben ab. So, das braucht beides noch. Ja, und auch hier Luna. Leider nicht das, was wir gerne möchten. So, wir versuchen es nochmal. 16% hier nur die Chance. Ach ja. Aber irgendwann wird es klappen. Ja, aber nicht heute. Nein, gerade noch so drüber gegangen. Ärgerlich. Ja, 6,5 Stunden dauert auch hier die Zucht. Na gut, wir hatten noch irgendwo noch ein Feld. Gibt's das hier? Ja. So. Ach Mist. Aber wir hätten die Felder aufwerten können. Eventuell wenigstens mal eins. Na gut. Ach ja. Nächstes Level, dann kriegen wir hier auch die Oase. Das ist natürlich. Wir haben hier noch keinen Platz für die Oase. Wie teuer wird denn das? Ja. Okay, also als nächstes sollte ich dann erstmal hier Platz schaffen und dann weiter züchten. Aber es wird langsam knapp. Wir haben jetzt noch einen Tag 18 Stunden. Na, vom Quarter gibt es noch recht viele Zertifikate. Aber ich weiß nicht, was gibt es denn? Ich glaube, das Welchpony war. Aber wir brauchen ja auch Rubine für eventuell den Knappstrupper. Das Kleidsel könnten wir ja rein theoretisch jetzt auch, aber nur rein theoretisch. Das, mal schauen. Ja, das Welchpony, Knappstrupper und Kleidsel kommen. Das heißt, wir züchten jetzt erstmal zumindest die Knappstrupper nicht. Das sind ja 30.000 oder 27.000 und ein bisschen oder so war das. Das ist ja schon echt heftig. Das Gelderland wird aber auch, oder? Obwohl, wenn wir 2 Stufe 1er nehmen, dann war das, glaube ich, nicht so teuer. Aber da könnten wir ja auch mal endlich weitermachen. Wo haben wir sie denn? Cammy haben wir schon mal gefunden und mal hier. Ja, das geht doch. Die Chance ist natürlich nicht so groß, wenn wir jetzt ein Stufe 3 Tier dazu gefunden hätten, aber früher oder später wird es ja irgendwann mal klappen. Das kann einen nur manchmal trotzdem zur Verzweiflung bringen, weil es einfach tagelang nicht funktioniert und man immer wieder gucken muss, dass man Geld zum Züchten rankriegt. So, das braucht alles. Was hatten wir denn noch? Irgendeine Aufwertung hatten wir doch noch. Das können wir ja schon länger aufwerten. Eine Scheune anscheinend nicht. Gibt es auf der Fantasieinsel was Neues? Hier wird nichts angezeigt. Nee. Aber die Boxen sind fertig. Ich habe hier auch nochmal Boxen aufgewertet. Das war relativ günstig. Sieht doch ganz schick aus. Rein theoretisch. Na gut, das ist natürlich schon wieder etwas teurer. Aber die bringen jetzt natürlich auch mehr Münzen ein. Ich weiß nicht, das war genau 4200. Wenn wir das jetzt alles wieder. Naja, wir können ja wenigstens eine nochmal machen. Irgendwann muss es ja aufgewertet werden. Also jetzt auf jeden Fall ist erstmal angesagt, Boxenaufwertungen kaufen.
damit wir mehr Geld bekommen. Auch Bauernhäuser, die sind natürlich einiges teurer. Aber gut, hier können wir es noch nicht mal machen. Montana müsste komplett aufgewertet sein. Frankreich können wir, rein theoretisch, wenn es jetzt nicht schon Diamanten kostet. Na gut, hier ist Gebäude gerade beschäftigt. Hä? Wie bitte? Ach nee, das kostet Münzen, 18.500, aber 2 Tage lang haben wir dann keinen. Das ist natürlich auch heftig. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, was ich verkaufen kann. Hafer brauchen wir ja doch immer relativ viel. Okay, wir haben aber auch ganz gut. Das wollte ich aufheben. Ja, es fehlt auf jeden Fall immer noch. Hier, wo sind sie? Müsli-Riegel. Gut versteckt. Es sollten auf jeden Fall noch welche da sein. Müsli-Riegel und ich glaube, blaues Futter fehlt, ja. Ich finde die Müsli-Riegel nicht. Die können doch nicht alle weg sein. 11 Stück, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr. Problem war, ich hatte nicht genug Hafer und jetzt ist halt das Problem, die Bäckereien sind voll belegt. Ja. Muss ich später mal schauen. So. Können ja mal ein paar Äpfel verkaufen. Hätten auch schauen können, ob ich sie verfüttern kann. Das ist natürlich auch. Ja, könnte ich sogar. Sogar hier. Wings. Ja, dann füttern wir die gute nochmal. Oder ist. Ich weiß gar nicht, weil ich die ja nicht umbenenne, könnte Wings ja auch Hengst sein. Die Namen, die das Spiel gibt? Nee, Wings ist aber unsere Stute. Passen ja nicht immer zum Geschlecht. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das heute mit dem Züchten. Dann können wir ja nochmal ein Rennen laufen. Russland, da haben wir die meiste Auswahl. Auf jeden Fall. Mit wem haben wir denn noch keins? Wollen wir mal mit dem Knappstrupp oder mit dem. Ne, mit dem Shire Horse. Letztes Mal hatte ich ja das Problem, dass ich sie alle schon weggeschickt hatte. Diesmal warte ich damit. Wir können ja mal gucken. Level 7. Level 11 und 22 Diamanten bringt er schon. Der wird auf jeden Fall noch weiter trainiert. Wir brauchen wieder Diamanten. Mit ihm laufen wir jetzt aber auch erstmal das Rennen. So. Mal schauen, wie er sich hier schlägt, ohne irgendwelche Verbesserungen am Anfang. So können wir ja auch noch mal ein paar Münzen sammeln. Ja, doch. Über 200 Meter haben wir schon geschafft. Ja, springen ist natürlich nicht ganz so sein Fall. Das ist nicht so hoch. Also in Japan könnten wir mit ihm ganz schnell Probleme bekommen. Ich weiß nicht mal, wie viel Energie hat er. Könnten wir in Japan denn starten? Könnten wir ja gleich nochmal schauen. Also hier läuft es doch ganz gut. Klar, die Ausdauer ist nicht so top, aber besser als bei vielen anderen Pferden. Okay, wir kriegen jetzt nochmal Ausdauer dazu. Ich wollte gerade sagen, es ist gleich das Ende, aber. Nee. Glück gehabt. Na, schaffen wir die 800 Meter noch? Ja, bestimmt, wenn ich da nicht noch irgendwo gegenlaufe. Genau. 800 Meter haben wir geschafft. Und ich denke mal, wenn wir den Geschwindigkeitsboost am Anfang genommen hätten, dann hätten wir eventuell sogar die 1000 Meter geschafft. So haben wir nur 849 geschafft. Das war aber ganz gut. Wir sind nicht hängen geblieben und stehen am Ende der Liste der Teilnehmer. Egal. Ja, gut, ein Elite-Velara. Was soll man dagegen sagen? Missouri Foxtrotter Elite. Ein Gelderland, Besonderheit, okay. Das hat ja nur ein bisschen Geschwindigkeit, aber Geschwindigkeit ist ja hier nicht
Schlechter, ja gut, und legendärer Westfale. Kann man nichts gegen machen. Zumindest nicht mit unserem Stufe 1 Shire Horse. Dann können wir nochmal ganz kurz gucken. Japan, 18. Ganz knapp könnten wir mit Lucky noch dran teilnehmen. Machen wir das einfach auch nochmal. Die hat ja auch noch keine Verbesserung. Wir gucken einfach mal, wie weit kommen wir. So. Ja, bei den Hindernissen geht's noch. Aber in Japan sammelt man natürlich sehr gut Münzen, ne? Da hier die überall die Violetten sind, die bringen ja ein bisschen mehr als die normalen. Und die blauen. Es ist, lohnt sich schon, wenn man ein ganz gutes Pferd mit guter Ausdauer hier hat. Und ja, Sprungvermögen, Geschwindigkeit sollte jetzt auch nicht übertrieben sein. Also dann habe ich gemerkt, komme ich irgendwann gar nicht klar. Die stehen ja dann ziemlich dicht, die Hindernisse. Und ja, das schaffe ich immer nicht. Da reagiere ich zu spät oder gar nicht mehr. Oder zumindest merkt man es nicht mehr. Das Pferd läuft dann einfach dagegen. Oh, mal wieder nicht gesprungen. Diesmal war es aber nicht so schlimm. Diesmal war es nicht am Sprung. So. Konzentrieren. Wir kriegen nochmal Ausdauer dazu. Na, kommen wir hier jetzt sogar weiter? Ach ja, klar, in Russland ist man ja langsamer. Das heißt, wir könnten hier natürlich... Ich glaube, in Japan ist auch gar nichts verschlechtert, oder? Können wir gleich nochmal drauf schauen. Hier haben wir schon mal die 800 Meter und haben noch ganz gut Ausdauer. Ah, noch geht's. Noch haben wir aber auch die niedrigen Grenze. Ich weiß nicht, ob wir mit der ob wir die hohen kriegen könnten. Oder ob es dann große Probleme gibt. Oh. Oh, das war doof. Oh, sonst hätten wir noch den Boost gekriegt. Nein. Na gut, aber 1037 Meter und dann der Fail. Sonst hätten wir noch mehr geschafft. Oh. Oh, wir stehen an zweiter Stelle. Bayerisches Warmblut. 983 Meter, okay, und der Westfale mit 422, na, der kann ja nicht gut gelaufen sein. Tut mir leid, aber das wird sich eh noch wieder ändern. Und ein irisches Sportpferd an der Spitze, Romanuel, 1340 Meter. Na, vielleicht hätten wir den ja schaffen können, wenn ich nicht gegen das Hindernis gerannt wäre. Ach nee, gar nicht. Das war unser Knappstrupper. Haha, das war gar nicht unser... Ja, man sollte auch hinschauen, mit welchem Pferd. Okay, nee, dann... War das wohl eine Münzensammeltour? Ne, wir haben ja nur diese 1000 Meter gepackt. Na gut, aber vielleicht hätten wir es ja trotzdem geschafft, wenn wir den Boost bekommen hätten. Man weiß es nicht. Na gut. So, jetzt ist das Lager wieder voll. Da schaue ich gleich mal nach. Aber ich würde sagen, für heute war es das. Wir schauen dann mal. In 8 Tagen und 16 Stunden gibt es dann das nächste Sternzeichen hoffentlich. Das müsste dann ja der Löwe 3 sein. Oder? Doch. Doch, der Löwe muss jetzt kommen. Und ja, dann schauen wir dann mal, wie denn der Knappstrupper auf Stufe 4 aussieht. Und natürlich auch die anderen Stufe 4 Tiere, die das nächste Mal reinkommen. Also, bis dann. Tschüss.